Guten Tag. Hallo, herzlich willkommen zum Kalten Kriegssimulator. So, wir grinden ein bisschen in Black Ops Cold War rein. Gucken, wie das Ding so ist. Also ich habe jetzt schon ein bisschen gespielt. Ich will nicht sagen, dass ich nicht gespielt habe. Abschluss bestätigen oder Team Deathmatch. Mal gucken, ich bin schon Stufe C. Oh nee, warte. Vorher. First things first. Klassen anpassen. Ob ich neue Sachen freigestellt habe. Ruhige Handlaser. Dieser Stoppgeschütze rote ich. Bla bla bla. Oh, ah, Hüfte. Hüftfeuer ist halt mega geil. Ich muss dazu auch sagen, ich war noch nie so der Hardcore-COD-Spieler, ne? Also, wenn du jetzt hier ultra krasses. Wenn du jetzt hier ultra krasses Gameplay erwartest, dann musst du dich jetzt schon mal direkt vorwarnen. Uncharted 5. Ja, ja, rein. So, warte mal. Man hat hier unten das Flussbett. Man hat hier den mittleren Gang oder was. Und hier außen. Ne? Ja, komm, ich geh raus. Ich habe auch die Steuerung noch gar nicht angepasst. Mal gucken. Ich habe einfach gestern, nachdem ich einen Key bekommen hatte, erst einfach ein bisschen reingedaddelt. Um zu gucken. Aus Versehen dann direkt 10 Level gemacht. Man kennt ihn. Was ich halt ganz nice finde, jetzt schon mal so nach den paar Runden, die ich gespielt hatte, ist, dass man, oh nein, noch ein zweiter, dass man die Steps halt unglaublich gut hört. Also ich hätte gern die Sound Engine hier, hätte ich gern in Warzone, dann würde ich nichts anderes mehr spielen. Würde ich nur Warzone spielen. Holy shit, wäre das nice. Ne? So kleine Änderungen in den ganzen Battle Royale Titeln, wenn du auch meinst. Apex in Singleplayer Modus. Fortnite ohne Bauen. Na klar, er betäubt mich halt auch. Und er killt mich. Was ist hier los? Aber auch nicht zu krass. Ja, ja, also das Sound Engine haben wir es wirklich gut hinbekommen. Was ist hier los? Cold War. Cold War ist los. Im Gegensatz zu Warzone, wo man die Steps halt gefühlt gar nicht hört. Oh, das ist nicht gut. Oh, meine Fresse. Warte mal, ich nehme mal. Aussehen dem eher, ne? Du hast dich direkt in die MP5 verliebt. Ich habe die vorhin einmal gespielt. Auf Moss TV. Und da fand ich die eigentlich echt nice. Also da war die. Was ist das? Das ist bestimmt eine DMR, ne? So eine SKS oder so ist das doch hier. Okay. Okay. Erstmal hier. Alter. Oh nein. Oh, wie gut man die Steps hört. Mal gucken. Satellite, damit habe ich hier die MP5 ausprobiert. Das war eigentlich ganz nice. Mal gucken. Richtig ordentlich einen abseilen. Jawoll. Herrschaft. So, erstmal direkt A erobern hier. Das erinnert mich ein bisschen an Star Wars Battlefront, muss ich sagen. Wie hat das so was davon? Auch von der Grafik her. Rein! Rein, Jungs, rein! Oh. Ich glaube, ich muss die Empfindlichkeit noch ein bisschen runterdrehen. Irgendwie ist das ein bisschen zu. Wibbidi wobbidi! Wibbidi wobbidi. So, ich laufe jetzt an der gleichen Stelle und sterbe einfach an der gleichen Stelle noch einmal. Wir verlieren Alpha. Was? Nee. Oh, nicht gut. Gar nicht gut. Wait a moment. Was gerade? Ein Gegner? Was ist das hier? Oh. Oh. Okay. Okay. Oh! Oh Mann. Der hat ja. Der Mirostaff, der hat ja nichts mehr. Oh shit. Mann. Rotflügel.
nicht normal. Oh. Alter, jetzt hätten die sich gedacht, so beim Waffendesign so. Jetzt hätten die sich beim Waffendesign. Oh, Bruder. Gedacht so, ey, yo. Wie hart. Oh, mein Gott. Wie hart soll die Schrotflinte scheppern? Ja. So, Klasse wechseln, komm, probier. Ah, ne. Ah, shit. Nee. So, probieren wir es mal aus. Ziel einnehmen. Probieren wir die AK einfach mal. C wird gesichert. Ich muss sagen, mittlerweile geht mir das Rutschen in allen Spielen so derbe auf den Sack, ne? Das ist halt unglaublich. Gesichert. Muss ich sagen. Also, ich finde dieses Feature gar nicht mehr geil. Oh mein Gott! Bestätige. Holzschuss, Retter, Kopfschuss, tot. Ja. Ich lieb's. Warum spiele ich überhaupt Call of Duty? Warum spiele ich's? Ah! Stimmt! Weil zum Hype. Ha! Ja, Mann, komm hinterher. Jawohl. Wo ist der denn? Jetzt sollte ich einfach für 4000 Euro FIFA-Packs öffnen. Ach, Schuss, wie geht hab ich ja gar nicht. Ich könnte ein Pack öffnen. Oh. Ding das. Feind ausgeschaltet. So, komm, ich nehme das Ding jetzt nochmal. Erst so 20 Minuten nachladen, gar kein Problem. Oh. Wie RIP sind denn MGs? Was? Wie OP sind denn bitte MGs? I mean. Mag ich. Da können wir jetzt theoretisch die Uzi ein bisschen hochspielen, irgendwie. Achso, weil ich das Stimpack habe. Ich kann sagen, warum kann ich denn hier eigentlich keine Betäubungsgranate? Oh mein Gott! Ja, klar! Ba, 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 ba. Oh. Oh nein! Ba, 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 ba. I guess. Oh shit, Mann. Oh. Ach, zum Glück habe ich mich hochgeheilt, Alter. Oh, dieses Stunnen. Ah, ich bin noch da. Ah, ich bin noch da. Und noch einer. Nein, zwei. Oh, nein. Oh. Parkour. Spetsnaz zurück zur Basis. Sieg. Nahpanangriff, kaltblütig. Oh, kaltblütig klingt gut. So, ich bin mal ganz kurz. Königstiger, I guess. Und dann mal gucken, ob wir dann ein Ding spielen. Obwohl, warte, das können wir jetzt eigentlich schon mal machen.